بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir haben in dem letzten Unterricht einige Buchstaben gelernt, wie sie am Anfang, in der Mitte und am Ende sind. Und jetzt sind wir beim Ta angekommen. Den Ta. Wie er am Anfang, in der Mitte und am Ende aussieht. Und er sieht überall gleich aus. Und genauso der Sa, nur dass er einen Punkt hat. Okay? Jetzt, ja. Hier habe ich einige Wörter geschrieben. Kannst du mir die Buchstaben sagen, was da alles ist? Okay, Ta. So, okay, dann. Ba, super, dann. Versuch dir so die Reihenfolge. Fang mal so an. So, Alif, Ba, Ta, Tha. Was kommt danach? Jim. Jim. Wo ist der Punkt beim Jim? In der Mitte. In der Mitte. Und dann kommt? Dann kommt Ha. Genau, wo ist der Punkt? Oh, da ist kein Punkt. Genau, super. Und dann? Dann kommt Ra, wie ich gesagt habe. Punkt oben. Genau. Okay, super. Okay, was kommt danach? Das ist ein Tä. Ta. Es gibt einen Unterschied zwischen Tä und Ta. Das nicht mit dem Bild. Nochmal bitte. Ich konnte dich nicht hören wegen dem Internet. Kannst du nochmal bitte wiederholen? Kannst du mich jetzt hören? Kannst du mich jetzt hören? Ja, ist besser. Okay. Okay, jetzt, ich habe gesagt, das Ta ist etwas, also Ta ist das hier, was wir gerade haben, und Ta ist mit zwei Punkten. Okay? Also das ist ein Tor. Okay, was kommt danach? Kannst du mich hören? Ja, jetzt. Aber es ist irgendwas mit dem Mikro los, weil ab und zu mal bricht das irgendwie ab. Okay, aber jetzt ist alles gut, oder? Ja, jetzt ist alles gut. Okay, was ist dieser Buchstabe, den ich markiert habe? Ich glaube, du hast Elif gesagt. Okay. Der nächste Buchstabe. Wie heißt das noch? Das ist kein Elif, weil Elif ist rechts. Kannst du nochmal wiederholen? Ich konnte dich nicht hören. Das ist kein Elif, weil Elif ließ sich ja nur von rechts verwenden. Genau, richtig. Was ist es dann? Ich muss kurz überlegen. Ein Lärm. Super, Lärm. Okay, der nächste Buchstabe. Ein Nun. Nun, der Punkt ist oben, ja, aber hier ist der Punkt. Das ist ein B. Super. Nächster Buchstabe. Ein Z. So, super. Danach. Ja. Ja, hat zwei Punkte unten. Ja.
Nee, das ist eine Wahl. Ra auch nicht, weil dieser Haken, der ganz nach oben geht, der ist nicht beim Ra vorhanden. Ah, Und der muss okay. wieder runtergehen. Dann ein Dell. Auch nicht. Der würde auch kleiner aussehen. Okay. Schau mal hier, guck mal, hier gibt es diese beiden Buchstaben, die so ähnlich sind. Welcher von denen könnte das sein? Der Genau, super. Das ist ein Lamm. Und der hier? welcher? Den ich markiert habe, was ist das für ein Buchstabe? Ah, der. T. Ja, super. Danach. Elif. Super. Dann. B. Nee, Bär hätte so eine Pfanne, so den Anfang von der Pfanne. Aber hier gibt es noch so ein Zeichen. Ah, okay, überlegen. Ah ja, warte, wie heißt er nochmal? Das sieht, glaube ich, so ähnlich aus wie der Herr, aber nur ein Punkt Mitte. Genau. Und wie heißt dieser, der Punkt unten hat? Oder in der Mitte? Ja, ich überlegen. Geh mal so nach der Reihenfolge. Elif, Ba, Jim. Jim, super. Okay. Was ist der letzte Buchstabe? Ist das diesmal ein R? Genau, super. Das ist ein Ra. So. Wir gehen jetzt zum Ein. Der eine am Anfang sieht so aus. Also, ich kann jetzt nicht einen richtigen Ein schreiben, aber der richtige Ein, wie wir uns den vorstellen könnten, ist, dass wir diesen Wenig wie Kreis. neutral. Darin, so ähnlich aus wie neutral. Wie eine 3. Ja, könnte man sagen. Ein bisschen, ja. Nur, dass eben der untere Teil größer aussieht. Ja, okay. Und am Anfang sieht es eben so aus. In der Mitte ein Kreis, ausgemalter Kreis. Und am Ende ein ausgemalter Kreis mit so einem Bogen nach unten. Und der Rhein ist genauso, nur eben, dass er Punkte hat. Okay. Jetzt, was ist dieser Buchstabe, den wir hier haben? Das ist ein Rein. Ein Ein oder ein Rhein? Rein. Rein, genau, der zweite. Rein. Wie im Deutschen. Rad zum Beispiel. Das da ist ein Zwischenpunkt unten. Ein Nun. Nun hätte einen Punkt oben. Der hat aber zwei Punkte unten. Ja. Ja, super. Und der hier? Eins. Ja, genau, super. Der hier? Das ist ein Rein, also der erste. Genau, super. Und das ist ein Ihr. Super. Das hier? Nun. Nun. Hast du gut gemacht. Hier. Ein Ihr. Super. Das war ein Rein, also das erste. Genau. Das hier. Ihr. Super. Schien. Schien. Super. So, jetzt gehen wir zu. Jetzt gehen wir erstmal zu zwei weiteren. Wir haben hier den Fer, okay? Der Fer sieht eben so aus. Also eigentlich sieht er so aus, ganz alleine. Am Anfang sieht er eben so aus. Wir nehmen den ersten Teil, so einen Kreis, der nicht ausgemalt ist, und einen Punkt darauf. In der Mitte sieht er genauso aus und am Ende ist er wieder ganz. Der Kauf ist genau das gleiche, nur dass er eben zwei Punkte hat. Und am Ende Also. eben diesen Bogen nach unten hat.
Okay. Okay, also hier ein Stern hat so einen Kreisbogen und Punkt oben. Und der Kopf so ähnlich, aber mit zwei Punkten und einem Bogen. Genau, richtig. So, wir fangen Okay. dann mit dem Buch an. Was ist das hier? Das ist ein Kopf. Kauf, okay. Achte, dass du den Kauf mehr zum G aussprichst. Also nicht zum K, also Kauf, sondern Kauf. Wenn das Okay. schwer für dich ist, kannst du Kauf sagen fürs Erste. Und daher kommt das langsam. Okay. Und sag mal nochmal. Kopf. Super. Danach. Ein Elif. Elif, okay. Das ist ein F. Ja, super. Ein wie heißt das? Das ist kein Elif, weil es lässt sich von beiden Seiten verbinden. Super. Was ist es dann? Ich muss ein Nun, nein, kein Nun. Lem. Lärm, super, genau. Das hier. Das ist ein. Ich glaube, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Nö. Der hier mit Punkten ist ein Ter. Und dieser Ter, diese Art von Ter, ist immer nur am Ende. Hätte er keine Punkte, dann ist er ein Herr. Okay? Okay. Also das ist ein Ter. Okay, was ist das hier? Das ist ein Fern. Ja, okay, das hier. Oder die beiden zusammen? Elif. Elif. Das ist ein Der A. erste. Der erste ist kein Elif. Lässt er sich mit anderen verbinden? Die beiden sind eigentlich, also sind zwei Buchstaben, aber wir haben den auch zusammen gelernt. Wir haben gesagt, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Wow, Hä, und dann? Nee, ganz unten. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Wow, Hä. Wow, hä? Okay. Lam Elif. Lam Elif und dann ja. Ah, das war hier, also Das, genau, das ist ein Lam Elif. Als wir den gelernt haben, hatten wir den ein bisschen anders. So eine Kreuzung oder so. Aber so kann man den auch schreiben. Also das ist hier Lam und der danach ist ein Elif. Okay? ja, danke. Okay. Was ist das? Das ein Ein Fa, okay. Und das hier? ist das so zusammengeschrieben oder zwei Buchstaben oder ist es nur ein Buchstaben? Ein Buchstabe. Ein Buchstabe, Lärm. Super. Das hier. Das ist ein Fern. Super. Auch ein Lärm. Ja. Das ist ein Korb. Ja. Ein Jim. Stream, okay. Er lief. Ja. Das ist ein Kopf. Nicht drauf, nee. Ah, ein Punkt. Fern. Genau, super, fair. Okay. Jetzt lernen wir drei weitere Buchstaben. Und zwar den Kaf. Und so sieht er am Anfang aus. Den Kaf in der Mitte, genauso. Und Kaf am Ende. Und dann haben wir den Okay. Mim. Der sieht so aus am Anfang. Mim in der Mitte, genauso. Und Mim am Ende.
Ganz normal. Der Okay. dritte Buchstabe ist ein Herr. So sieht er am Anfang aus. So in der Mitte. Er hat auch einen anderen Zeichen. Also er kann auch so wie so ein Zickzack nach unten gehen. Also so einen Bogen nach unten und dann wieder nach oben. So kann er auch aussehen. Aber ich finde jetzt irgendwie den Zeichen nicht. Auf jeden Fall, so sieht er aus in der Mitte. Und am Ende sieht er genauso aus. Eine kleine Ja, was ist das Wiederholung. nochmal für ein Buchstaben? Herr, das ist ein Herr. Ja. Ein Herr. Okay. Okay. Jetzt, ich habe dir gesagt, wenn dieser Buchstabe, den ich jetzt gerade markiert habe, zwei Punkte oben hätte, was würde das werden? Es wäre dann ein Kopf. Wir hatten das hier oben. Ich markiere das. Schön. Was war das nochmal? T. Okay. Das wäre dann ein T. Ja? Ein T. Okay. Okay. Also ohne Punkt her, mit Punkt T. So, bist du Okay. bereit? Ja. Okay. Was ist Okay, dieser das ist Buchstabe? ein Herr. Super. Ein Herr. Ein Ra. Ra, okay. Ra. Nicht Ra, also mit der Gurgel, sondern Ra mit der Zunge, okay? Ra. Ra. Muss noch ein bisschen geübt werden. Also Ra, so wie wie die Engländer das benutzen. Red zum Beispiel, Read. So, Englisch kann ich noch Ra. schlechter. Wird schon inshallah. Ja, wird schon Okay. falsch. Hä? Ba, super. Das hier. Elif? Elif. Das ist ein. Wie heißt nochmal? Mi? Genau, Meme, super. Das hier. Das ist ein Bär, nein, doch Bär. Da, okay. Das ist ein Kopf. Ja. Kä? Ja, und das letzte. Ein T, wegen den zwei Punkten. Genau, super. So. Jetzt kommen wir zum letzten. Das ist ein Wow. Egal, wo er ist, er sieht immer gleich aus. Okay. Okay. Was ist das hier? Das ist ein Norm, also das so ähnlich aussieht wie ein E. Könnte man sagen, aber der E ist ja umgekehrt. Ja, deswegen sage ich ja so ähnlich. Genau. Okay, was ist dieser Markierte? Das ist ein Schien, super. Das hier. Bitte, ich habe es nicht verstanden. Was ist der nächste Buchstabe? Okay. Es ist ein R. Ja, genau, super. Das hier? Ein B. Da. Okay. Das hier? Sie. Sehen, super. Elif. Lam. Lärm, jawohl. Ein T. Super. Min. Mim. Ein Ra. Nein, wie heißt das nochmal? Wo? Wow, okay. Okay, das ist ein T. Ein was? Ein Bär? Bäh, dann wäre der Punkt unten. Der ist aber oben. Ah ja, oben, nun. Nun, genau, super. Das hier? Das ist ein Lärm. Ja, die beiden, mit den zwei Punkten. Das ist ein ihr. Super, das hier. Ein Herr. Genau.
Das ist ein Elif. Super. Dann haben wir jetzt alle Buchstaben gelernt, wie sie am Anfang aussehen, in der Mitte und am Ende. Die müssen wir jetzt ein bisschen üben. Jedes Mal ein bisschen so schauen, testen. Man kann auch Apps benutzen, damit man die schnell wiederholen kann. Und im nächsten Unterricht lernen wir dann eben die Harakat. Die Harakat sind Bewegungen. Und wir haben drei, fünf Bewegungen. Und mit drei werden wir nächstes Mal inshallah anfangen. Okay. Okay, dann bleiben wir hier inshallah stehen. Rabbana afina wa'afu'anna wa'ahfazna bi asrari al-Fatiha. Ups.